Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge Minecraft Survival. Diese Folge wollen wir wieder in die Mine gehen. In der letzten Folge haben wir was Kosmetisches hier im Dorf verändert. So, legen wir erstmal das Holz weg. Das benötigen wir nicht mehr. Auch die Äpfel brauchen wir nicht. Spitzhacken haben wir noch genug. Fackeln ebenso. Ob wir die Erde brauchen, weiß ich nicht. Ich habe sie in der letzten Folge mal drinnen gelassen, weil ich nicht ganz sicher war, ob wir sie benötigen. Ich lasse sie mal hier. Und dann würde ich sagen, machen wir uns direkt auf den Weg. Na, Golem, du musst aus dem Weg gehen. Oh mein Gott, wie viele Golems haben wir hier? 5 Stück jetzt mittlerweile. Ah. Also sicher ist das Dorf auf jeden Fall. Es sei denn, sie tummeln sich alle nur an einem Platz und die restlichen Villager sind dann unbeschützt. Ja, das gefällt mir noch viel besser. Also in der letzten Folge haben wir hier einiges verändert. Wir haben das ganze Plateau hier angeschüttet, die Treppe gemacht. Theoretisch könnten wir jetzt hier heute noch die Mauern setzen. Vielleicht machen wir es aber auch nächste Folge. Wie wir hier weiter vorgehen, ist auch eine gute Frage. Ich würde hier das Plateau sogar noch einmal anschütten. Ja, und ich glaube, das ist die Ebene vom Kellereingang. Das heißt, hier ist nur ein Block Unterschied. Das würde ich dann noch direkt anschütten hier auf die gleiche Ebene, dass man hier hochgeht. Und das müssen wir dann aber später nochmal schauen. So, hier fehlen auch noch die Stufen. Okay. Ja gut, haben wir das. Gehen wir runter in die Mine. Wir benötigen weitere Ressourcen. Vielleicht werden wir auch aus dieser Folge eine Höhlentour machen. Mal schauen. In der letzten Folge haben wir ja hinten in der Mine auch einen Creeper entdeckt. Links im Gang. Hier habe ich jetzt wieder die Schilder vergessen. Ich wollte das unbedingt mal beschriften, dass hier Höhe 96 ist mit der Kohle. Und natürlich hier der Meeresspiegel auf Höhe 64. Aber wir gehen weiter runter auf Ebene 32. Eisen und Kupfer. Das ist das, was wir benötigen. Lasst uns... Wir können auch erst in der Höhle schauen. Ja. Da war ja letztes Mal ein Skelett. Vielleicht ist es jetzt nicht mehr da und wir können ungestört weiter Ressourcen fahren. Was ist eigentlich hier oben? Einfach nur dunkel. Oh ja. Ausleuchten. Und dann gehen wir mal hoch. Da ist nämlich auch noch Eisen und Kupfer. Das brauchen wir dringend. Spinksen wir mal hier rüber. So, und ich würde sagen, wir leuchten das schnell mal aus, bevor hier was spawnt. Und dann gehen wir zurück und farmen die Ressourcen. Perfekt, dann haben wir das ja auch schon komplett ausgeleuchtet, die Höhle. Dann können wir den Gang weiter treiben. Nehmen wir das Kupfer hier mit. Hier ist auch noch welches. So, ich denke, oh, was haben wir denn hier? Oh! Oh! Cool. Ein Block mit rohem Kupfer. Dann ist hier sicher noch mehr Kupfer. Ja, ich hab's gewusst. Lass uns ein bisschen Granit noch abbauen. Ja, okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ich meine, hier unten ist auch noch Kupfer. So. Es verbirgt sich sicher noch ganz viel hier hinter den Blöcken. Aber wir fahren jetzt erstmal das, was wir sehen können. Auf Verdacht den einen oder anderen Block wegmachen. Das geht. Aber mehr wollen wir dann auch nicht. Besonders, weil Eisen ja auch eigentlich unsere Priorität hat. Ja, wir benötigen es, um Schienen zu craften und somit unseren Fortschritt ein wenig voranzutreiben. Die Kohle nehmen wir dennoch mit, auch wenn wir relativ viel haben. Denn wir müssen immer so denken, wir möchten ja nicht wieder in die Mine oder in die Höhle zurückkehren. Und alles, was wir mitnehmen, daran müssen wir dann nicht mehr denken. Das heißt, wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. So, das Kohlestück da unten darf ich nicht vergessen gleich. Ich bin auch immer so ein Kandidat, ich baue das ab und dann liegt es da. Da müssen wir auf jeden Fall dran denken. Und Eisen haben wir gefunden. Hat sich doch gelohnt, der Weg hier hoch. Sehr gut. Da haben wir sogar die Eisenspitzhacke, die wir gerade hier verbrauchen, wieder draußen.
Sogar fast eine zweite. Jawohl. Springen wir einfach hier runter. Viel Fallschaden kriegen wir nicht. Alles eingesammelt. Da oben ist auch noch Kohle. Ja. Die nehmen wir dann auch einfach mal mit. Auch wenn wir gar nicht auf der Suche nach Kohle sind. Eigentlich müssten wir auch den Minengang weiter nach unten treiben, um Diamanten zu finden. Das steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste von den Dingen, die wir erledigen müssen. Doch erstmal autark zu werden mit Eisen, finde ich, ist die größere Priorität. Dann können wir auch einiges bewirken. Hier ist auch noch Kupfer. Denn ohne Eisen haben wir keine Eisenspitzhacken. Ohne Eisenspitzhacken können wir den Gang in die Mine unten auch nicht weiter vortreiben. Also immer eins nach dem anderen. So, hier oben ist auch noch Eisen. Das freut mich. Essen sollten wir auch. Nicht, dass nachher jemand hier verhungert. Das würde uns nicht gut tun. So, kommen wir uns wieder runter. Die Steine nehmen wir einfach mal mit. Dann haben wir die Höhle hier, glaube ich, auch schon ganz gut ausgebeutet. Da vorne ist noch Kupfer, sehe ich. Ja. Das habe ich eben übersehen. Nehmen wir das auch noch mit. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in den anderen Minengang. Ja, da war ja auch eine Höhle dahinter. Den haben wir ja mit Cobblestone versiegelt. Da floss auch Wasser. Und der Creeper wartete auf uns. Mal sehen, ob er immer noch wartet. Wir können auch den Gang hier weiter reintreiben in den Berg. Ich würde allerdings hier mal kurz spinksen, ob sich da wirklich eine Höhle dahinter befindet. So kommen wir ja doch schneller an Ressourcen. So, wie bei der letzten Folge auch, würde ich dann halt die Farmsequenzen, wenn ich hier länger was abbaue, auch beschleunigen. Hier hinter war nichts. Vielleicht ist es weiter oben hier, dass wir genau unter der Höhle gerade sind. Ja, so. Wir machen das einfach mal hier mit den Fackeln. Wir können sie auch als erstes setzen. Dann ist das auf jeden Fall ausgeleuchtet. Wir können hier 3, 4, 5, 6. Bis dahin können wir auf jeden Fall dann graben. Einen kleinen Seitengang in der Mine. Schauen wir mal, ob wir hier in der Höhle enden. So, Fackel hin, Fackel hin. Das Steinschwert hat auch nicht mehr so viel. Das heißt, wenn jetzt gleich Monster kommen sollten, müssen wir schnell auf das Eisenschwert wechseln. Falls es zerbricht. Das Kupfer nehmen wir mit. Eigentlich hatte ich hier schon die Höhle erwartet, ja. Hier drüber ist sie auch direkt. Das heißt, ich würde jetzt einfach mal hier... Ja, ah, okay. Sie verläuft in die andere Richtung. Daher konnten wir sie bisher noch nicht finden. Das erklärt einiges. Ich würde mich mal einfach hier kurz hochbauen. Das ist eine sehr kleine Höhle. Es ist wirklich eine sehr, sehr kleine Höhle. Ein Wunder, dass hier ein Creeper drin gespawnt ist. Hier ist die Wasserquelle, die uns so genervt hat die ganze Zeit. Was ist denn hier unten? Ist da irgendwas Spannendes? Nein, ist es nicht. Okay. Das heißt, wir gehen einfach den Hauptgang weiter. Ich würde den jetzt graben. Das ist natürlich dann auch wieder im Zeitraffer für euch. Wir haben Eisen gefunden in der ersten Parzelle. Leider nur eins, okay. Weiter geht's.
Ja, wir haben wieder Eisen gefunden. Ja, das lag direkt dahinter. Hier vorne ist noch ein kleiner Bug. Die Blöcke werden nicht angezeigt. So, einmal die Chunks neu laden. Sollte den Fehler beheben. Das füllen wir auf. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Hier wieder Fackeln setzen. Mal schauen. Ja, 17 Stück haben wir. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen weitermachen. Wir haben wieder Eisen und Kupfer gefunden. Das können wir jetzt mal eben kurz abbauen. Also wir sehen schon, die Ebene ist auf jeden Fall mit Eisen und Kupfer durchzogen. Wir haben uns nicht verrechnet, nicht verdahnt. Alles läuft optimal. Hier vorne ist auch nochmal Kupfer hinter. Das wollen wir nicht missen. Das kommt mit. Und noch mehr Kupfer, herrlich. So viel Kupfer, ich weiß gar nicht, was ich damit alles anfangen soll. Naja, bis auf die Fabrik, die ich später bauen möchte. Die benötigt auf jeden Fall eine Menge Kupfer. Wobei ich sie auch nicht komplett aus Kupfer errichten werde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da ist auch wieder Kupfer. Perfekt. Das nehmen wir doch gerne mit. Allein schon wegen der XP beim Schmelzen lohnt es sich alles, oh jetzt ist sie zerbrochen, alles mitzunehmen. Naja, eine können wir noch einschmelzen, eine Spitzhacke. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir auf jeden Fall einen Eisen-Ingot schon recycelt. Mittlerweile müsste oben Nacht geworden sein. Ich hoffe, den Villagern geht's gut. Ich würde sogar, nachdem ich hier das Kupfer mitgenommen habe, einmal schauen gehen. Wobei ich denke, bei 4 Eisengolems sollte da nicht allzu groß eine Gefahr bestehen, dass Zombies das Dorf überfallen. Dennoch gehen wir mal zurück. Lasst uns mal nach dem Rechten schauen. Nicht, dass ich mich hier täusche und in Sicherheit wiege, während oben eine Katastrophe vonstatten geht. Das möchten wir natürlich nicht. Ja, es ist Nacht, es ist dunkel. Schnell mal nach oben laufen. Es regnet sogar. Einmal schlafen gehen mit offener Tür, weil die frische Regenluft, die tut gut während des Schlafens. So, schauen wir mal oben, ob hier irgendwie Monster rumkriechen, die unser Dorf belästigen. Nein, da ist auch schon ein Eisengolem, die sorgen hier schon ausreichend für Sicherheit. Nichtsdestotrotz schaue ich mal hinter dem Rathaus, da war ja letztes Mal ein Zombie. Da ist ein Skelett auf jeden Fall, das kann auch in Ruhe weiterbrennen. Das muss mich jetzt nicht noch abschießen. Aber die Tür ist auch sicher, ich meine, der Golem kommt ja auch nicht raus. Der Villager, dem geht's auch gut. Perfekt. Herrlich. Dann würde ich sagen, legen wir schon mal ein paar Sachen ab, wenn wir schon hier oben sind. Und begeben uns dann wieder runter in die Mine. So, einmal die Eisenspitzhacke hier reingelegt. Na komm her. So. Jetzt habe ich die Kohle dafür verbraucht. Das ist doch wohl nicht wahr jetzt hier. Nehmen wir die einfach raus. Schauen wir mal, ob das jetzt hier brennt oder nicht. Ja. Und dann schmelzen wir die hier ein. Einmal verklickt, einmal unachtsam. Und schon sind die Ressourcen verschwunden. Wir haben sehr viel Kupfer, haben wir. Sehr, sehr viel. Ich überlege schon, einen weiteren Ofen zu machen, dass wir sogar zwei, glaube ich. Einmal das Bett hier abbauen. Ersetzen wir einfach hier Lehm. Ja.
Beziehungsweise können wir auch an der anderen Stelle hier hinsetzen. Da ist ja auch noch Platz. Und dann will ich noch zwei weitere Öfen anfertigen. Ja, machen wir das einfach. Zwei weitere Öfen. Einmal dahin. Wenn der Golem hier weggeht, dann könnte ich ihn auch platzieren. So. Und einmal auf die andere Seite. Und dann können wir das Kupfer direkt einschmelzen. So, haben wir das, haben wir das. Das kann in Ruhe geschmolzen werden. Das schmilzt. Das kommt weg. Und wir haben sogar hier auch noch den weiteren Ofen, den wir befüllen können. So, genau. Ein Block mit rohem Kupfer. Können wir auch noch zu neuen Kupfer machen. Das heißt, wir haben sogar nochmal ein Kohlestück, was wir hier in den Ofen verfeuern können. Cobblestone schmeiße ich auch mal hier rein. Granit, Andesit. Die Stöcke nehme ich mit. Ich denke mal, wir werden noch weitere Spitzhacken benötigen. Ja. Ja, vielleicht nicht 5 Stück, vielleicht eher erstmal so 3 nehme ich mit, sonst wird das auch zu viel. So viel Eisen haben wir nun auch wieder nicht. Wir müssen ein wenig sparsam umgehen. So, Stöcke nehmen wir mit. Beziehungsweise die können doch, die nehmen wir mit für Fackeln auf jeden Fall. So, sortieren wir uns das Ganze. Ein bisschen Cobblestone nehmen wir auch mit. Essen haben wir noch zu Genüge. Dann würde ich sagen, meine lieben Freunde, gehen wir wieder in die Mine, schauen wir mal, ob wir hier weiter noch Ressourcen finden, weiter Eisen und Kupfer. Ich denke, von dem Cobblestone, was ich gerade dabei habe, mache ich mir hier unten mal kurz noch ein paar Stufen. Ja, die Treppen nach unten müssen auch ausgebaut werden. Perfekt, genau einen halben Stack. Damit der Weg auch nicht mehr so beschwerlich ist. Das Eisen könnte ich theoretisch auch mitnehmen. Jetzt habe ich die Schilder schon wieder vergessen. Das ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Ja, es ist was Kosmetisches und Dekoartikel. Aber für die weitere Orientierung, wenn wir den hier vorantreiben, den Gang, ist es auf jeden Fall ganz praktisch zu wissen, auf welcher Ebene wir uns befinden. Noch können wir die Übersicht noch recht gut halten. Wenn wir jetzt aber weiter nach unten gehen, dann wird es schon schwieriger. So, hingesetzt. Die Treppe ist jetzt auch fertig hier. Und die können wir jetzt, glaube ich, auch vervollständigen. Dann haben wir die zumindest fertig. Perfekt. Gehen wir nach unten. Und graben den Gang weiter rein. Hier auch wieder der Zeitraffer für euch. So, der Gang wurde weiter in den Berg reingetrieben. Ich würde sagen, wir machen schon mal den Minengang weiter nach unten. Ja, hier kam es lange Zeit nichts mehr. Nicht, dass wir die ganzen Spitzhacken verbrauchen und wir haben nachher keine mehr, um den Gang hier weiter nach unten zu treiben. Das heißt, ich fange jetzt einfach mal hier an und würde die Treppe weiter nach unten graben. Hatten wir hier 2, jetzt müsste ich gleich mal nachgucken, wie wir das hier oben gemacht haben, damit wir das gleiche Schema wieder haben. Einmal fix nach oben. Ja, wir hatten hier den Gang und dann zweimal rein und dann erst runter. Okay. Unsere Spitzhacke hat noch 4 Steine, die sie abbauen kann. Danach zerbricht sie. Das heißt, wir machen die 4 hier mal eben, tauschen sie aus und weiter geht's. Auch das würde ich im Zeitraffer diesmal machen, damit ihr nicht
so lange zugucken müsst. Nächste Ebene ist minus 8. Lapis und Gold. Zwei rein und runter. Wir haben eine weitere Höhle gefunden, ja. Wir waren hier schon am Ende dieser einen Höhle, die wir entdeckt hatten. Die geht hier unten weiter. Da schauen wir jetzt gleich mal. So, Fackeln sind platziert. Wir bauen das hier mal vorsichtig ab. Gucken, wie weit das hier runter geht. Ah, sie ist ja relativ klein. Also es ist nur so ein kleiner Höhlenfortsatz, sage ich mal. Obwohl ich auch einen Zombie höre in der Nähe. Ja, das heißt, hier scheint noch eine Höhle zu sein. Schauen wir mal. Wir machen einfach mal weiter. So, ich höre den Zombie immer lauter werden. Ich höre Lava. Wir sollten mal schauen, auf welcher Ebene wir uns befinden. Ebene 22, das heißt, wir haben noch gute 30 Blöcke, die wir machen können. Ich gehe einfach mal weiter runter. Wir sollten ganz in der Nähe von einer Höhle sein. Schauen wir mal, ob wir dem Zombie gleich begegnen. Ja, da habe ich doch gerade noch nachgeschaut, wie die Haltbarkeit der Spitzhacke ist und sie dann doch zerbrochen. Das passiert auch, aber ist auch gar nicht schlimm. In Zukunft werden wir eh genügend Eisen haben. Das ganze Recyceln ist auch immer so ein Zeitaufwand. Ich denke, das können wir uns auch in Zukunft sparen. Gut, das war aber auch das Zeichen. Die Spitzhacke ist vorbei, die Folge endet jetzt auch. Ich gehe einmal kurz an die Oberfläche, ich schaue mal nach dem Rechten und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge gleich. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, kommentiert unten, wenn ihr was zu sagen habt und abonniert natürlich den Kanal, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Aktiviert dabei auch die Glocke, damit euch die Benachrichtigungen angezeigt werden. Das würde mich freuen. So, schauen wir mal hier oben. Es ist auf jeden Fall wieder Nacht geworden. Mitten in der Nacht ist es und wir legen uns kurz schlafen, dass sie vorübergeht, damit wir in der nächsten Folge frisch mit dem neuen Tag weitermachen können. Einmal kurz schauen, da ist ein Zombie. Die müssen wir noch verteidigen hier. Oh nein, der hat mich angesteckt, ich brenne. Ja, bis ich den Wassereimer habe. Ja, bin ich gelöscht. Immer das Gleiche. Gar kein Problem, wir gucken mal oben, ob hier auch noch Zombies sind, aber hier sind so viele Eisengolems. Ich denke nicht, dass hier ein Zombie überlebt. Schauen wir nochmal hinter den Häusern nach. Ja, beim letzten Mal war ja auch ein Zombie direkt vor der Haustür. Das sieht aber gut aus. Das sieht alles hervorragend aus. Sehr schön. Die Baumfarm ist auch fast ausgewachsen. Das heißt, wir können in der nächsten Folge wieder Holz farmen. Ja, und er ist der einzige Villager, der hier die anderen liebt. Ich bin mir nicht ganz... Oh, sie haben gerade ein Kind gemacht. Zuwachs. Also wirklich, das Dorf wird größer, meine lieben Freunde. Ja. Schade, dass die Folge vorbei ist. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis dann. Ciao.